Das nächste Lager. Das Lagertor befand sich dicht an der Straße. Dort stiegen wir ab und sammelten uns auf einem großen, freien Platz gleich hinter dem Eingang, der von den Scheinwerfern auf den Wachtürmen angestrahlt wurde. Wir wurden gezählt und jetzt merkte ich, dass unser Transport geteilt worden war. Anschließend bezogen wir Zelte zu je 10 Mann im hinteren, höher gelegenen Teil des Lagers auf blankem, hartem Boden. An Schlaf war nicht zu denken, denn es war sehr kalt hier oben und wir hatten nichts als unsere eigenen Kleider und eine Wehrmachtsdecke, die größtenteils abgenutzt und daher sehr dünn war. Wer sich hinlegte und zu schlafen versuchte, der wurde bald durch Druck auf die Blase aufgescheucht. Die Nacht verging deshalb mit scharenweise hin- und herpendeln zwischen Zelt und einer gewissen Örtlichkeit am oberen Lagerzaun. So erwarteten wir den nächsten Tag in der Hoffnung, dass sich die Quartierlage bessern würde. Die Sonne war bereits aufgegangen, aber außer bei uns rührte sich im Lager nichts. Nur die Posten auf den Wachtürmen schauten aus pelzgefütterten Mänteln gelangweilt auf uns herab. Allmählich wurde es warm und da sich noch immer niemand um uns kümmerte, betrachtete ich mir das Lager und die Umgebung vom rückwärtigen, höher gelegenen Teil aus. Die ganze Gegend wirkte öd und leer. Weder Baum noch Strauch waren zu sehen. Die einzige Ausnahme war ein kleiner See direkt vor dem Lagertor jenseits der Straße, dessen Ufer mit Binsen und etwas Schilf bewachsen war. Ein Haus oder gar Dorf war nirgends zu sehen. Nur etwas links, rückwärts, dort wo in der Nacht das erste Licht zu sehen gewesen war, schauten die oberen Teile barackenähnlicher Gebäude hinter einer Bodenwelle hervor. Darüber flatterte an einem hohen Mast die französische Trikolore. Von dort waren auch kommandoähnliche Stimmen zu hören, aber es war niemand zu sehen. Sicherlich war dort ein französisches Armeelager, vielleicht von der Fremdenlegion. Von ehemaligen Legionären wusste ich, dass diese in der Gegend von Oran, besonders in Sidi Bel Abbes, ihr Ausbildungslager hatte, aber das waren alles nur Vermutungen. Wo wir genau waren, weiß ich heute noch nicht. Unser Lager selbst war größtenteils neueren Datums. Das war an dem Doppelzaun und den Wachtürmen an jeder Ecke zu erkennen. Es war nicht größer als etwa 200 mal 200 Meter. Durch eine Terrasse parallel zur Straße war es in zwei gleich große Hälften unterteilt. Die untere Hälfte war fast eben und mit roter Kesselasche abgedeckt. Vom Tor aus gesehen standen auf der linken Seite zwei große, etwa 50 Meter lange Holzgebäude mit grauem Anstrich. Vom Tor bis zur Terrassentreppe verlief eine Art Straße mit seitlichen Wasserrinnen. Rechts der Straße in der Mitte des sonst freien Platzes stand eine kleine normale Baracke, ebenfalls grau. Im oberen Teil des Lagers war der Boden genau wie die äußere Umgebung. Außer den 10-Mann-Zelten und der roh gezimmerten Waschanlage mit Latrinen gab es unmittelbar über der Terrassenmauer noch zwei Reihen 4-Mann-Zelte aus deutschem Zeltplan. Jedes Zelt stand auf einem etwa 60 cm hohen, aus grauen Ziegelsteinen gemauerten Sockel. Zwischen den Zeltreihen war eine etwa 2 bis 3 Meter breite, saubere Gasse angelegt. Außerhalb der Umzäunung standen an der Straße noch zwei ganz neue Baracken, die dem Wachpersonal als Unterkunft dienten. Allmählich wurde es nun doch lebendig im Lager. Zuerst bemerkten wir aufsteigenden Rauch aus dem Kamin der unteren großen Baracke. Dort schien also die Küche zu sein. Aus den anderen großen Baracken und aus den kleinen Zelten kamen zivil gekleidete Gestalten heraus und machten auf dem freien Platz Frühsport mit Dauerlauf entlang der Umzäunung. Wir gingen bis an die Terrassentreppe und schauten dem Treiben zu. Dabei hörte ich, dass die Leute Italienisch sprachen. Sie nahmen von uns so gut wie keine Notiz. Es waren Italiener, aber warum sie dort gefangen gehalten wurden, haben wir auch später nicht erfahren, obwohl ich das mehrmals versuchte. Jetzt waren wir nur neugierig, was uns hier erwartete. Ein Amerikaner hatte sich bis jetzt noch nicht blicken lassen. Da trommelte jemand auf einer leeren Kartusche bei der großen Baracke und rief und winkte uns zu, Mangiare, Mangiare. Wir nahmen unser Essgeschirr und gingen in Reihe an der Küche vorbei,
wo jeder einen Becher Kaffee und eine leichte Dose erhielt. Gegessen wurde im Freien, Tisch und Stühle gab es nicht. Etwa gegen 9 Uhr, es war schon ziemlich warm, ertönte der Gong wieder, diesmal zum Zählappell. Wir traten auf dem freien Platz neben den kleinen Baracken in Fünferreihen an, gegenüber den Italienern, die sich vor der rechten Terrassenmauer aufstellten. Es waren insgesamt über 40 bis 50 Mann. Die meisten davon waren zivil gekleidet, doch am rechten Flügel stand eine Gruppe, die unverkennbar einmal Marineoffiziere gewesen waren. Keiner trug eine komplette Uniform, aber jeder trug irgendeinen Teil davon, um das zu demonstrieren. Der Kommandant trug neben einer zivilen Hose einen weißen Uniformrock mit viel Lametta und eine ebensolche Mütze. Es könnte ein Admiral gewesen sein. Beim Erscheinen eines amerikanischen Offiziers mit einem Stab ging er diesem entgegen und machte Meldung. Wenn die Amerikaner zählten, standen die beiden Offiziere beisammen und unterhielten sich, wie es schien, ganz kameradschaftlich. Als die Amerikaner fertig waren, stellte der Italiener sich vor seinen Haufen, kommandierte Achtung und ließ seinen König Viktor Emanuel dreimal hochleben. Erst dann ließ er wegtreten. Dies tat er jeden Tag nach dem Zählappell. Im weiteren Verlauf des Vormittages inspizierte der Lagerkommandant unsere Zelte und sagte uns eine weitere Decke zu, die wir auch bald erhielten. Aber die Feldwebel mussten in die kleinen Zelte umziehen. Wir waren derer drei. Gern hätte ich Wilhelm auch mitgenommen, aber da war nichts zu machen. Dort war es natürlich bedeutend besser, denn dort standen je zwei Bettgestelle, wenn auch Eigenbau, aber sie waren mit Zeltplan bespannt und jedes Bett hatte noch eine zusätzliche Decke. Ich gab meine eigene Decke dann an Wilhelm ab. Für die innere Verwaltung des Lagers waren die Italiener zuständig. Bei denen waren solche Unterschiede selbstverständlich, auch in Bezug auf die Verpflegung. Es war mir in den nächsten Tagen sehr peinlich, wenn wir vor den Augen der Lanzer mehr erhielten als diese. Auch mussten wir in der Küche zusammen mit den Italienern essen. Glücklicherweise war das Mittagessen einigermaßen reichlich. Die Wasserversorgung dagegen war knapp. Es gab nur zu bestimmten Zeiten morgens und abends für kurze Zeit Wasser aus der Leitung. Nur an Waschtagen gab es auch mehr Wasser. Wiedersehen mit dem Ausbrecherkönig. Am Nachmittag kam Wilhelm und rief mich heraus. Er zeigte auf den linken Turm, unter dem ein Mann zwischen den Zäunen in einem besonderen Zwinger saß. Ich erkannte sofort, dass es der Schröder war. Also war er schon wieder eingesperrt. An den Zaun durfte niemand herantreten, aber es wurde erzählt, er habe in Oran wieder zu fliehen versucht. Tagsüber war es ja schön warm und die meisten von uns hielten sich im Freien mit nacktem Oberkörper auf. Aber wenn der arme Schröder auch nachts da liegen musste, dann war das eine harte Strafe. Am nächsten Tag sahen wir ihn ein Zelt aufstellen. Auch durfte er vor und nachmittags je eine halbe Stunde auf dem freien Platz Bewegungsrunden drehen. Dann durfte sonst keiner den Platz betreten. Das wurde aber jeden Tag weiter weniger beachtet. Und das ohne, dass die Posten auf dem Turm etwas dagegen sagten. Schröder selbst machte sich nichts aus der ganzen Angelegenheit und wenn einer von uns eine Bemerkung machte, so gab er witzige Antworten. Einmal ging ich ein Stück des Weges neben ihm her und fragte ihn, wie lange das denn dauern sollte. Er sagte, das wüsste er nicht, aber ich brauche mir wegen ihm keine Sorgen zu machen. Bei der nächsten Gelegenheit würde er doch abhauen. Er würde gut verpflegt und habe auch genug Decken. Von einem Mann, der ihn kannte, erfuhr ich später, dass Schröder außer Englisch auch perfekt Französisch sprach. Am Nachmittag des zweiten Tages wurden wir in das französische Lager geführt. Dort war eine Entlausungsanstalt und wir konnten heiß duschen. Das tat gut, nur fehlte uns frische Wäsche. Viele benutzten die Gelegenheit, unter der Dusche ein Hemd mitzuwaschen. Manches war auch reparaturbedürftig. Allmählich gewöhnten wir uns an die neue Lage. Den ganzen Tag über waren wir uns selbst überlassen. Bis auf die Zählappelle konnten wir tun und lassen, was wir wollten. Niemand machte uns Vorschriften, bis auf eine. Wir durften das Lager nicht verlassen. Ich hatte mit Jupp Schäfer ein Zelt belegt, das als erstes gleich neben der Terrassentreppe lag. Über die Hälfte der Zelte stand leer. Uns gegenüber hausten zwei Italiener. Wie alle anderen in den
Zelten trugen sie Zivilkleider. Dauernd waren sie beschäftigt, entweder wurden Schuhe geputzt, Kleider gebürstet oder es wurde geflickt und genäht. Einer der beiden von gegenüber war die meiste Zeit des Tages mit seiner Frisur beschäftigt. Dauernd hantierte er mit Spiegelkammbürste und Pomade an sich herum. Das Rasieren wirkte bei ihm fast wie eine Kulthandlung mit all den Wässerchen und Parfüms, die er dabei benutzte. Und dann kamen die Fingernägel an die Reihe. Sein Zeltgenosse hänselte ihn viel deswegen, was zu andauernden Auseinandersetzungen führte. Von uns nahmen die Italiener wenig Notiz. Es dauerte eine Weile, bis ich mit ihnen ins Gespräch kam. Dazu kam es dann, als ich einen Knopf annähen wollte, aber weder Nadel noch Faden hatte. Das Nähzeug war in meinem Brotbeutel geblieben. Bereitwillig stellten sie alles zur Verfügung, aber über Augenblicksdinge gingen diese Gespräche nicht hinaus. Von sich selbst erzählten sie nichts, stellten uns auch keine Fragen, und so unterließ ich es auch, Fragen zu stellen. Polen. Am 16. März bekamen wir wieder Briefpapier zum Schreiben. Am selben Tag kam ein polnischer Offizier ins Lager und versammelte alle Polen um sich herum. Zuerst waren es nur wenige, die herauskamen. Denen aber verteilte er großzügig Zigaretten, Streichhölzer und Schokolade. Dann schickte er einzelne Leute los, die anderen zu rufen. Sie kamen, wenn auch viele nur aus bloßer Neugier. Er zog sich dann mit dem Haufen in eine Ecke des Lagers zurück und sprach auf die Leute ein, während sein Begleiter aus einem Handkoffer weitere Liebesgaben verteilte. Wir beobachteten das Ganze aus einiger Entfernung. Die Leute hatten sich am Hang niedergesetzt, die Gesichter zu uns gekehrt, während der Offizier, der vor ihnen stand, uns den Rücken zeigte. Wir verstanden zwar nicht, was er sagte, aber die Gesichter seiner Zuhörer zeigten eine deutliche Reaktion. Ein Teil der Leute zeigte Begeisterung und Zustimmung, was sie durch Beifall kundtaten. Der größere Teil hörte nur zu, zeigte aber keine Begeisterung, während ein kleiner Teil mit den Ausführungen nicht einverstanden zu sein schien und das auch durch Kopfschütteln und Zwischenrufe deutlich zu erkennen gab. Am Schluss der Ansprache gab es einige erregte Diskussionen, während der sich bereits ein Teil der Leute entfernte. Darunter war auch Rimbirz. Wir konnten uns längst denken, worum es ging und waren sicher, dass uns Rimbirz im Einzelnen berichten würde. Der polnische Offizier ließ über etwas abstimmen. Über die Zahl der hochgestreckten Hände schien er aber sehr enttäuscht zu sein. Er verabschiedete sich mit einer kurzen Rede und verließ das Lager. Von Rembirz erfuhren wir noch am gleichen Tag, was da los gewesen war. Der Offizier hat sie aufgefordert, in die polnische Armee des Generals Anders einzutreten. Die Deutschen würden den Krieg ohnehin verlieren und dann sei es für sie in jedem Falle besser, wenn sie rechtzeitig übertreten würden, besonders für diejenigen, die schon in der polnischen Armee gedient hatten. Er habe an ihre polnische Nationalehre appelliert und er käme am nächsten Tag wieder. Bis dahin sollten sie sich entscheiden. Ich fragte Rembirz, wie er sich entscheiden werde. Er machte einen hilflosen Eindruck und sagte, was soll ich machen? Die einen wollen unterschreiben, die anderen nicht. Die dafür sind, das sind besonders die, welche schon beim polnischen Militär Unteroffizier oder Feldwebel waren, und die reden jetzt auf die anderen ein. Ich habe genug vom Militär und Krieg. Zuerst war ich Soldat bei den Polen, dann gefangen von den Russen. Von denen entlassen war ich wieder Soldat bei den Deutschen, jetzt wieder gefangen. Und nun soll ich wieder zu den Polen und in den Krieg? Ich habe Frau und Kinder, ich will nicht mehr Soldat sein. Ich habe genug vom Krieg. Aber was soll ich machen? Tja, was sollte er machen? Wir konnten ihm nur sagen, dass ihn niemand zwingen könne, aber entscheiden müsse er selbst. Wir könnten hören und sehen, wie sich bis spät in die Nacht hinein in den Zelten der Polen heftige Auseinandersetzungen lieferten. Kurz nach dem Mittagessen am nächsten Tag ging ich zu Wilhelm in sein Zelt und unterhielt mich mit ihm. Er gab mir eine Zigarette, die er von einem der Polen erhalten hatte. Wilhelm war Nichtraucher und bei mir waren die Zigaretten schon seit Tagen alle. Ich wollte sie gleich rauchen, aber niemand im Zelt hatte Feuer. Wilhelm sagte, im Zelt gegenüber seien Polen, dort würde ich bestimmt Feuer bekommen. Ahnungslos schlug ich die Zeltwand zurück und stand vor dem polnischen Offizier. Ich legte die Hand an die Mütze, er tat dasselbe, und noch ehe ich etwas sagen konnte, fragte er, was wünschen Sie?
Ich entschuldigte mich für die Störung und sagte, ich wollte nur mal von einem Kameraden Feuer haben. Da griff er in die Tasche und reichte mir eine volle Schachtel Streichhölzer mit der Bemerkung, die können Sie behalten. Und nun verschwinden Sie. Bedankte mich und ging. Beim Hinausgehen sagte er noch etwas auf Polnisch, worauf die Zeltbelegschaft in schallendes Gelächter ausbrach. Wilhelm fragte mich nach der Ursache des Gelächters, aber ich wusste es nicht. Er war aber ganz erstaunt, dass der polnische Offizier in dem Zelt war. Er wusste wohl, dass er im Lager war, aber niemand hatte ihn das Zelt gehen sehen. Er war noch den ganzen Nachmittag da, ging von Zelt zu Zelt und bearbeitete die Leute in kleinen Gruppen. Am Abend trafen wir noch einmal kurz mit Rembert zusammen. Er wirkte scheu und eingeschüchtert, ängstlich darauf bedacht, nicht mit uns zusammen gesehen zu werden. Wie er sagte, habe der Offizier eine Liste, auf der alle Namen derer stünden, die innerhalb der früheren polnischen Grenzen gewohnt haben. Rembiertz hatte resigniert. Er war todunglücklich, hatte aber noch nicht unterschrieben. Das geschah dann am nächsten Morgen auf ganz gerissene Art. Erneuter Ausbruchsversuch des Ausbrecherkönigs. Zunächst gab es einige Aufregung, als festgestellt wurde, dass der Schröder verschwunden war. In der Nacht und am Morgen war nebliges Wetter, was seine Flucht sicher begünstigt hatte. Es war für die Wache natürlich sehr blamabel, dass ein Mann unbemerkt verschwinden konnte, auf dem der Posten sozusagen mit seinem Hintern saß. Alles Suchen und Untersuchen blieb vergebens. Ob Schröder durchkommen würde, war eine andere Frage, aber wir drückten ihm beide Daumen. Er kam nicht durch. Ich traf ihn später in Amerika wieder und er berichtete mir, was passiert war. Rückkehr der Polen in den Krieg. Noch während des Zählappells kam der polnische Offizier in Begleitung zweier weiterer Polen in amerikanischer Uniform ins Lager. Vor dem Wegtreten wurde bekannt gegeben, dass für die Gefangenen polnischer Nationalität anschließend ein katholischer Gottesdienst abgehalten werde. Vorgesehen dafür war die kleine Baracke auf dem freien Platz, die auch für solche Zwecke eingerichtet war, aber sie erwies sich an dem Tag als viel zu klein. Es wurde deshalb an der Rückwand der Baracke ein provisorischer Altar aufgebaut. Währenddessen formierten sich die Polen in zwei Blöcken vor dem Altar. Der mitgekommene Militärfahrer ging durch die Reihen und verteilte an jeden Mann ein Gebetsbuch und einen Rosenkranz. Dann begab sich der Pfarrer mit zwei Ministranten zum Ankleiden in die Baracke. Inzwischen wurden draußen Lieder aus dem Buch gesungen. Dann ertönte ein Klingelzeichen und der Pfarrer im Ornat, flankiert von den Ministranten, die rot-weiße Schärpen trugen, schritten zum Altar. Die Messe begann. Der Ablauf einer katholischen Messe war für mich nichts Neues, aber hier ging es besonders feierlich her. Was damit bezweckt werden sollte, war uns ja klar. Die lateinischen Gebete und Gesänge waren mir geläufig, aber was polnisch gesprochen gesungen wurde, konnte ich nicht verstehen. Die Polen, die fast die ganze Zeit über knieten, waren so andächtig dabei wie in einer Kirche. Der Offizier stand währenddessen so, dass er alle überschauen konnte. Der Pfarrer hielt eine, wie es schien, sehr eindringliche Predigt und erteilte eine allgemeine Absolution anstelle einer Einzelbeichte. Anschließend ging er durch die Reihen und teilte die Kommunion aus. Am Schluss des Gottesdienstes sprach der Pfarrer noch einmal zu den Versammelten. Dann ging er vom Altar weg, dessen Tisch sofort neben die Baracke gestellt wurde. Der Offizier sprach noch kurz, während sein Begleiter auf dem Tisch Listen ausbreitete. Wilhelm machte hier die Bemerkung, pass auf, jetzt hat er sie alle im Sack. Und so war es dann auch. Einzeln trat jeder Mann an den Tisch und setzte seinen Namen auf die bereitgehaltene Liste. Dabei passten die Scharfmacher genau auf, dass sich keiner vorbeidrücken konnte. Als Rembiertz als einer letzten an uns vorbeiging, sah er uns tief traurig an und hob hilflos die Schultern. Eine halbe Stunde später waren schon die LKW da und holten die Polen ab. Wie viele es waren, kann ich heute nicht mehr sagen, aber ich schätze 150 bis 180 Mann. Wo sind sie geblieben? Ich weiß es nicht. Bei Cassino werden wohl viele von ihnen liegen. Als die Polen fort waren, ahnte noch keiner von uns, dass uns ebenfalls ein Ortswechsel bevorstand. Der nächste Tag war ein Sonntag.
Unsere Italiener vom Zelt gegenüber frisierten sich an diesem Morgen besonders sorgfältig, was wir inzwischen ja bereits gewohnt waren. Als sie dann aber mit einem tadellos sitzenden blauen Anzug mit weißem Kragen und Krawatte aus den Zelten traten, da staunten wir doch etwas. Stolz marschierte der eine an den Zelten entlang, bis ihm einer zurief, was er denn heute vorhabe. Er war total entrüstet über so viel Unverstand, hämmerte sich mit beiden Fäusten gegen die Schläfen und schrie: "Oh Mamma mia, oh gi grande festa, festa Giuseppe." Es war der 19. März, der Tag des heiligen Josef. Vielleicht hieß er so, aber die anderen lachten ihn aus, was ihn noch wilder machte. Laut schimpfend entfernte er sich schließlich und stolzierte auf der Lagerstraße auf und ab. Verlegung. Nach dem Mittagessen wurde überraschend bekannt gegeben, dass wir verlegt würden und uns dazu sofort fertig machen sollten. Jedermann erhielt eine C-Ration und um 15 Uhr standen wir wieder auf dem offenen Fordwagen und brausten in die Richtung, aus der wir eine Woche vorher gekommen waren. Schon bald nach der Abfahrt blies mir der Fahrtwind meine Sommermütze vom Kopf und weg war sie. Nach etwa einstündiger Fahrt hielt die Kolonne an einem kleinen Bahnhof in der Ebene. Philipp Viel stand auf dem Schild zu lesen. Zu je 30 Mann wurden wir in klapprige Güterwagen verladen und dann setzte sich der Zug in Bewegung, wobei an gepflegten grünen Feldern, Wiesen, Obstgärten, kleinen Dörfern und zerstreuten Farmhäusern. Alles sah sehr europäisch aus, genau wie in Frankreich. Der Zug zockelte, seinem Zustand entsprechend, mit geringer Geschwindigkeit durch die Gegend. Gehalten wurde wenig und wenn, dann nur kurz. Um 17 Uhr am nächsten Tag waren wir am Zielbahnhof angelangt. LKW brachten uns in ein großes Lager, über dessen Eingang Fort de Lange zu lesen war. Angeblich 25 Kilometer von Algier entfernt. Die Engländer, denen es unterstellt war, nannten es Camp 203 und es waren mehrere Abteilungen aufgeteilt. Gleich hinter dem Haupteingang war ein großer freier Platz, an dessen Außenseite eine Reihe dieser halbrunden Wellblechhütten standen, die für die englischen Lager typisch waren, wie wir später noch erfahren sollten. Sie dienten sowohl als Lager als auch als Wohnräume. Wie wir bald feststellen konnten, dienten sie hier beiden Zwecken und wurden Nissenhütten genannt. Hier auf dem Platz wurden wir zunächst einmal gründlich gefilzt, aber es hatte niemand mehr etwas, das nicht erlaubt war. Die rumstehenden Tommys machten begehrliche Augen nach Ringen und Füllhaltern. Wo so etwas zum Vorschein kam, boten sie gleich einen Handel gegen Zigaretten. Einfach etwas wegnehmen durften sie nicht. Ob sie Erfolg hatten und einen Ring ergattern konnten, weiß ich nicht, weil ich von einem Tommy abgelenkt wurde, der außer meinem Füllhalter auch meinen Ehering und einen zweiten goldenen Ring mit einem dunkelgrünen Stein haben wollte. Er bot mir dafür ein Päckchen Zigaretten. Unter normalen Umständen hätte ich dem Mann sonst was gesagt. So aber winkte ich nur ab und ließ ihn stehen. Ich hatte schon seit mehreren Tagen keine Zigaretten mehr, außer wenn ich eine Dose mit 3 Stück erwischte. Aber so billig gab ich nun doch nichts her, wo ich doch für meinen Helm schon 100 Zigaretten bekommen hatte. Hier waren eben keine Amerikaner mehr und die Tommys waren denen gegenüber arme Hunde. Wir wurden dann in eine Abteilung des Lagers eingewiesen, deren Seite an den freien Platz grenzte. Die einzelnen Lagerteile waren durch Doppelzäune voneinander getrennt, wodurch breite Gassen entstanden waren, durch die die Innenwachen ihre Runden drehten. Jede Abteilung hatte ihren Zugang von einer der Gassen her. Die Außenwache saß auch hier auf Wachtürmen. Wie viele Abteilungen das Lager hatte, war nicht zu überblicken, weil das Gelände vollkommen eben war und die Sicht nach allen Richtungen durch Zelte und Nissenhütten versperrt war. Nirgends war ein Baum oder Strauch zu sehen. Als Unterkunft dienten uns 10-Mann-Zelte, diesmal englischer Bauart, von der gleichen Farbe wie der Sand, auf dem sie standen. Sie waren nur zum Teil belegt, aber nach unserem Einzug war alles voll. Die Zelte waren groß, man konnte aufrecht darin stehen, aber außer dem Sandboden gab es keinerlei Komfort. Die Feldwebel wurden wiederum in einem Zelt zusammengelegt, in dem bereits 2 Feldwebel und ein Oberfähnrich namens König hausten, der als Lagerführer und Küchenchef fungierte.
Zwischen den alten und den neuen gab es viel zu fragen und auch zu antworten. Manche entdeckte alte Bekannte, darunter war auch der Fallschirmunteroffizier, der beim Schiffbruch verletzt worden war. Ich unterhielt mich in den nächsten Tagen mit ihm, aber wusste nicht, wo der Fliegerleutnant geblieben war. Die Offiziere wurden stets ausgesondert, in Lagern zusammengefasst, sodass ich während der ganzen Dauer der Gefangenschaft nie mit einem deutschen Offizier zusammenkam. Mit unseren Zeltgenossen unterhielten wir uns am Abend noch lange über alles, das Lager, unsere Lage, aber auch über die Frontlage. Seit 4 Wochen hatten wir so gut wie nichts mehr darüber gehört. Dieses Thema gaben wir aber bald auf, denn die Leute waren genauso lange oder noch länger als wir in Gefangenschaft. König seit Ende Februar an der Zisterna-Front. Zu essen gab es an diesem Tag nichts mehr und in den nächsten Tagen war es auch sehr mäßig. Wie mir König sagte, sei das Lager hier ein Taubenschlag, ein dauerndes Kommen und Gehen. Erst am Nachmittag sei ein Teil des Lagers geräumt worden, um für uns Platz zu schaffen. Da es kein Stammpersonal gab, wechselte auch meistens das Küchenpersonal, wie auch an diesem Tag geschehen. Zum Glück fand sich in unserer Truppe ein Koch, der die Küche übernahm. Die Nacht war hier nicht so kalt wie in den Bergen, aber ich konnte trotzdem kaum schlafen. Schon auf der Fahrt hatte ich einen Juckreiz am ganzen Körper verspürt. Am nächsten Morgen brach ein Ausschlag aus, zunächst im Gesicht, dann am ganzen Körper. Schmerzhaft war das zuerst nicht, aber es bildeten sich in den folgenden Tagen kleine Geschwüre und dann am Oberschenkel ein großes, sehr schmerzhaftes Geschwür. Zum Frühstück gab es einen Becher Kaffee, sonst nichts. Dann war Zählappell und wieder Gepäckdurchsuchung. Ein älterer englischer Kapitän, der einwandfrei Deutsch sprach, hatte hier das Kommando. Er benutzte jede Gelegenheit zu einer Ansprache an uns und kümmerte sich um jede Kleinigkeit. Wegen seines Spazierstockes und des etwas gebückten Ganges wurde er bald der alte Fritz genannt. Er hielt peinlich genau auf Ordnung und Disziplin und erinnerte mich immer wieder an den vorbildlichen preußischen Soldaten. Wenn er seine Reden hielt, sahen seine Begleiter gelangweilt gen Himmel und grinsten. Sie hielten ihn wohl für etwas verkalkt. Ich hatte den Eindruck, dass er in jungen Jahren einmal bei den Preußen gedient haben könnte, weil er sich genau so auskannte. Ein genaues Abbild dieses alten Fritz fand ich später in England wieder.